Dr. Nina Ferrari ist Sportwissenschaftlerin an der Uniklinik Köln. Sie findet den Bewegungsmangel in unserer Gesellschaft besorgniserregend. Das führt zu Übergewicht bei den Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, zu kardiovaskulären Erkrankungen, zu einer ganzen Bandbreite von Erkrankungen, die wir heute leider schon im Kindesalter sehen, bis hin ins Erwachsenen- und Seniorenalter. Menschen bewegen sich heutzutage zu wenig. Der Bewegungsmangel kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Das Gesundheitsforum vom Landessportbund Berlin will Ansätze aufzeigen, wie man dem Mangel entgegenwirken kann. Am 6. Mai kommen 75 Teilnehmende in die Gerhard-Schlegel-Sportschule. Nach dem Fachvortrag von Dr. Nina Ferrari gibt es natürlich auch Bewegung. In Workshops werden praktische Inhalte vermittelt. Die Teilnehmenden kommen vor allem aus Sportvereinen oder dem medizinischen Bereich. Komme nicht aus Berlin, wohne in Schleswig-Holstein und mache den weiten Weg, weil es einfach eine super Veranstaltung ist. Der Fachvortrag war immer super, egal welches es war, genial. Die meisten Fortbildungen, die bestehen aus einem Thema. Da hat man dann 3-4 Stunden, hört man irgendwas über ein Thema, aber heute hat man halt mal so ein bisschen breit gefächert. Man kriegt Inhalte aber nochmal aufgefrischt und besser vermittelt. Also zum Beispiel das mit der Bewegungsarmut, was heute dargestellt wurde. Das ist jedem irgendwo bewusst im Hinterkopf, aber heute ist es mal richtig mit Fakten von der Fachfrau dargestellt und unterlegt worden. Vor allem bei Kindern ist der Bewegungsmangel groß. Laut der Weltgesundheitsorganisation bewegen sich 80% von ihnen zu wenig. Es sind alarmierende Zahlen. Das heißt, wir haben eine ganze Generation von Kindern und Jugendlichen, die einfach große gesundheitliche Probleme haben. Das stellt das Gesundheitssystem für eine große Herausforderung, auch die gesamte Gesellschaft für eine große Herausforderung. Ziel der Veranstaltung ist es, den Menschen bewusst zu machen, wie wichtig Bewegung ist. Na, wir hatten ja hier jetzt 75 Teilnehmer und die sind dann unsere Multiplikatoren nach außen. Und können das natürlich in den Gruppen weiter motivieren und dass das dann weitergeht, dass die Leute, die zum Sport gehen, wieder den Nachbarn mitbringen, den Freund oder die Freundin mitbringen. Der Anfang ist gemacht. Durch das Gesundheitsforum haben die Teilnehmenden viele neue Ansätze, die sie einbringen können.